Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Heute rennen wir ein bisschen andersrum und ich habe offscreen ein paar Dinge getan und zwar, yo Juju, können wir das hier machen? Ja, ich war mal wieder busy. Können wir Wohnhäuser ausbauen? Und zack, haben die Leute schon mehr Plätze zu wohnen. Super, oder? Finde ich super. Joa. Wohnhäuser um eine Stufe gestiegen. Mein Nagel ist gerade abgebrochen. What the heck? Ja, gut. Ich versuche mich nicht irgendwie zu kratzen. Es wurden drei Häuser gebaut. Ausbaustufe auf Baustufe plus 2, 100 plus 4. Ja, sowas passiert auch nur bei Let's Plays. Man wird angerufen, der Postbote kommt, man bricht sich alle Knochen, die Welt geht unter. Nur weil man Let's Played. Hason Duftholz. Oh, das könnten wir theoretisch auch schon machen, weil ich habe den blöden Fossilaffen schon. So, Wirtschaft können wir jetzt auch machen. Ah, genau. Also die gefleckten Wolfpelze, die kriegt ihr von den Wolfen auf dem Bein des Bionis. Die Dechsenmantel kriegt ihr von den, wie heißen die? Angriffsdechsen und den Verteidigungsdechsen. Ich habe vergessen, wie die auf Deutsch heißen. Halt nicht von den Duelldechsen. Also, wisst schon, das sind diese Echsenkrieger im Sumpf von Satual. Wuhu! Jetzt haben wir Shops. Cool. Bam-badam. Haben wir eigentlich im Flüchtlingslager eingekauft? Und so. Wirtschaft um eine Stufe gestiegen. Es wurden drei Ladengeschäfte erbaut. Ein neuer Händler ist jetzt verfügbar. Aufbaustufe plus Einwohner plus. Woohoo! Yay! Und wir können jetzt auch das letzte machen, speziell. Regenelemente kriegt ihr von den Aqua Nebulae, die auf dem Bein des Bionis findet. Und zwar nur, wenn es regnet oder gewittert. Und ja, Kniescheibenfest, das wissen wir, wo wir das finden. Es ist ein Rare Drop, das hat ein bisschen gedauert. Kriegt ihr nur meistens silbernen Chests. Und halt im Anfangsgebiet, da wo man reinkommt, wo man auch Juju zum ersten Mal findet. Mit seinem, also seinem Buggy, dort gibt es relativ viele davon. Spezielle Orte um eine Stufe gestiegen. Ein Versammlungshaus wurde gebaut. Dort können nun Sammelitems gefunden werden. Ausbaustufe plus 3. Ah, ja, bis man das komplettiert, Leute. Ich sag's euch, das dauert. Weil einige der Items ganz zu Schluss sind, aber richtig mies. Stufe vollständig. Es wurden Straßenlaternen errichtet. Stufe vollständig. Die Bewohner bereichen euch ein Geschenk, und zwar den Nanoreaktor. Den wir brauchen für den Juwelenonkel. Sehr gut. Sagst du noch was, Juju? Alright. Okay. Wohnhäuser, Hason, Duftholz. Das ist, glaube ich, der Sumpf von Satual mit den Hasonen dort. Wirtschaft, Kuttelbrett, ah, okay. Die Kutteln werden wir im Magna Forest finden. Eulenschatzbeutel, ich glaube auch. Magna Forest, Kaiserinkäfer, das weiß ich gerade nicht mehr. Staubelement sind wieder irgendwelche von den Nebulae. Und Schneebären, weiß ich auch nicht mehr, wo man die findet, aber ja. Am ehesten kriegt man noch das hier zusammen. So, okay. Oder sagst du mir, wo ich Staubelement finde? Was war das? Natur. Bäume und Gras gepflanzt. Mit ein bisschen Grün wird die Stadt gleich viel schöner. Um mehr Natur wiederherzustellen, brauchen wir zwei Dinge. Eulenschatzbeutel findet man sogar im Sumpf von Satual. Okay. Ja. Egal. Das müssen wir nicht wissen. Das Einzige, was wir wissen müssen, ist, dass wir hier Items kriegen. Sammel-Items. Und zwar nicht nur Sachen, die man in Colony 6 findet, sondern auch Sachen, die man außerhalb von Colony 6 findet. So, aber bevor wir jetzt nach Colony 9 gehen, wollen wir zuerst nochmal mit Ivan? Ivan reden? Ja, da ist er ja, der Ivan. Hallo. Ihr habt euch tatsächlich die Mühe gemacht und die Leute befragt. Vielen, vielen Dank. Das wird mir sicher nützlich sein. Es war uns eine Ehre zu helfen. Ja, solche Sachen regeln wir noch von dem Frühstück. Mal sehen, ich sollte mich also bei ihr beliebt. Durch Geschenke und ganz viele Komplimente. Nun gut, klingt einleuchtend. Jetzt muss ich nur noch ein wenig selbstsicherer werden. Matryona, bald bist du mein. Ja, wer ist überrascht? Niemand. Ivan hat seine Schreibblockade überwunden und möchte nun Matryona seine Liebe gestehen.
Und wir kriegen dafür ein Juwelchen. Oh, er hat gleich direkt die Weisheitsqueste. Ich habe Blut und Wasser beim Schreiben des Buchs geschwitzt. Dieses Buch soll Materiona beweisen, was ich für sie empfinde. Aber jetzt stehe ich vor einem neuen, noch größeren Problem. Kannst du das näher erläutern? Ja, lass mal hören. Ich finde einfach nicht den Mut, es ihr zu überreichen. Aber ich darf nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich werde auf eine Reise gehen und meinen Mut suchen. Das klingt gefährlich, Ivan. Außerhalb der Kolonie ist es nicht sicher. Glaubt ihr, ich wüsste das nicht? Aber ich muss einfach gehen. Und wenn mir ein Monster begegnet, so werde ich nicht weichen. Danach habe ich hoffentlich den Mut, Materiona das Buch zu geben. Du stellst vielleicht Vergleiche an. Materiona wird dir schon nicht den Kopf verpreisen. Im Gegensatz zu einem Monster. Nun, das ist mir schon klar. Aber wenn sie mich zurückweist, lieber lasse ich mich auffressen. Ah, man kann es doch übertreiben, lieber Ivan, man kann es doch übertreiben. Ivan hat eine Geschichte voller Liebe geschrieben, traut sich aber nicht, sie zu überreichen. Er will auf einem Abenteuer Mut finden. Beschütze Ivan. Folge Ivan zur Äthermine oder in den Sumpf von Sathol und schütze ihn vor Angriffen. Hab Dank, meine Freunde. Von nun an übernehme ich. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich mit euch rechnen, ja? Soll ich zur Äthermine oder in den Sumpf von Sathol? Helft ihr mir, falls mir die Sache über den Kopf wächst? Danke, das bedeutet mir echt viel. Ich wollte ihn eigentlich damals in dem Sumpf suchen, aber ich habe ihn irgendwie nie gefunden. Ich muss mal nachgucken, wo der ist im Sumpf. Ich meine, das hat nicht wirklich Auswirkungen. Sollte es nicht. Aber ich habe ihn halt zufällig in der Mine gefunden. Ich wollte eigentlich zum Sumpf, weil er da ein Tauschobjekt hat. Für eine andere Quest ist ziemlich rar. Da habe ich gedacht, komm, ich suche den mal. Oh. Gut, ich gehe zuerst mal in die Äthermine irgendwas erledigen. Oh nein, Ivan ist da. Verdammt doch mal. Okay. Und nun. Und nun. Wollen wir hier hin. Und falls ich ein bisschen... what's the word? Seltsam ist es nicht. Heiser. Falls ich ein bisschen heiser klinge, das liegt nur daran, dass ich ein paar Stunden mit meinen Kumpels da gequatscht habe und Sachen gespielt habe. Ich würde sagen, wir tauschen jetzt einfach mal. Sind doch alle schon mit Schul befreundet. Schul könnte irgendwie coole Kommentare haben. Sorry, Ryan. Genau deshalb hat er nie Harmonie mit den Leuten, weil ich ihn ständig rausnehme. Oh, der Ladoreaktor. Ihr habt es geschafft. Und damit kann ich den mobilen Ätherofen konstruieren. Gib das Ding her. Jetzt muss ich noch die letzten Handgriffe. Ja, genau, das hier unten rein und. Huch. Oha. Oh, das hier oben. Passt das? Ah, so wird das nichts. Es kommt hier hin. Er ist geschafft. Er schafft. Nun kann der mobile Ätherofen endlich in Serie gehen. Als Dank erhaltet ihr diesen wunderbaren Prototypen. Hier, bitte. Jetzt könnt ihr jederzeit Juwel schmieden. Aber schaut trotzdem mal bei mir vor für einen Flausch vorbei, ja? Der mobile Ätherofen ist einsatzbereit. Jetzt kannst du immer und überall Juwel schmieden. Das heißt, ich muss nicht zurück nach Colony 9. Wenn ich Juwelen schmieden muss, das ist schon mal gut. So. Okay. 1000 XP. Ihr seht. Tada! Das ist so schön. Ich find's immer noch sehr nervig. Haben wir eigentlich schon Stufe 3er? Oh. Haben wir. Sehr gut. Ich muss Juwelen schmieden, weil langsam ist das nicht mehr so gut. Okay. Ich glaube, ich weiß auch, wen wir wegen der Äther. Laterne Dinge fragen können. Ah, die Lady da, die wird später nach Colony 6 umziehen. Oder? Warum bin ich überhaupt noch mit ihm zusammen? Soldaten und Sänger sind wohl nichts für mich. Falls ihr brauchbare Junggesellen kennt, sagen Sie Bescheid, ja? Genau, sobald man genügend Aufbauzeugs in Colony 6 geschafft hat, dann fragt sie einen von wegen, hey, do you know like a place? And you're like, yeah. Kommt die Colony 6 und dann ist er direkt, oh, boah, ich komme dahin. Und dann ist sie dort und dann kriegt ihr von ihr ziemlich viele Quests. Aber es sind ganz nette Quests. So, dich kann ich doch ansprechen, oder? Aber wobei, das hier würde ich eigentlich vielleicht sogar lieber Ryan mitnehmen als Schala, komm. So. Hey, Kumpel. Hallo. Ihr wollt etwas über das seltsame Licht erfahren? Man erkennt doch sofort, um was es sich dabei handelt.
Kannst du das näher erläutern? Ja, lass mal hören. Ihr habt wirklich nicht den blassesten Schimmer? Nicht mal du dann, Ben? Also, ich kann nicht verstehen, wieso er nicht von selbst drauf kommt. Es bringt euch nichts, wenn ich euch die Antwort verrate. Aber ich weiß, wer euch weiterhelfen kann. Sprecht im Wohnviertel mit einem kleinen Mädchen. Ihr werdet sie dort jedoch nur tagsüber antreffen. Kommt zu mir zurück, wenn ihr mit ihr geredet habt. Ich meine, präziser geht es wirklich nicht. Ein kleines Mädchen im Wohnviertel und das tagsüber. Miefi, Miefi! Mie? Mie? Ein Hom-Hom geht es besser, wenn Miefi, Miefi in der Nähe. Weiß er aber nicht, warum. Weil du süß und putzig bist, deshalb. Okay, okay. Ich schalte mal auf Tag um. Ich will mal gucken, ob Emilita schon die Queste hat, die neue. Ah, das hat sie. Was geht, Emmy? Was geht? Oh, hi. Hi. Hey, wartet mal. Das müsst ihr einfach hören. Die Dinge, die ich getan habe, sind nicht unbemerkt geblieben. Ich habe mich qualifiziert. Ich darf mich nun um den Posten des Vizekommandeurs bewerben. Jetzt muss ich nur noch in einen Test zeigen, was ich drauf habe. Es gilt, den aktuellen Vizekommandeur zu besiegen. Dann wird sich mein Traum endlich erfüllen. Dank eurer Hilfe. Es war uns eine Ehre, zu helfen. Zum Feiern ist es noch zu früh. Doch habe ich noch nicht gewonnen. Du bist lächerlich. Irgendwie beeindruckend, dass du es so weit gebracht hast. Aber vielleicht haben bisher alle nur Rücksicht auf dich genommen. Rücksicht, weil du ein Mädchen bist. Oh Gott, ich hasse Kanz. Oh, ich hasse ihn. Ich weiß wieder warum. Was? Ihr glaubt doch nicht etwa, dass ich verlieren werde, oder? Ausgeschlossen. Wobei, jetzt wie ihr es sagt. Zum Trainieren bleibt jetzt keine Zeit mehr. Aber mit besserer Ausrüstung oder Waffen hätte ich gute Chancen. Ich hab gewonnen. Gewonnen! Nein. Wie ist das nur möglich? Mein vergiftetes Schwert? Du feiges Stück. Ja, du bist ein lügendes Stück, mein Kumpel. Es ist die einzige Möglichkeit. Leider hast du noch ein wenig Zeit. Sonst würde ich mich selbst um alles kümmern. Würdet ihr mir erneut helfen? Ich brauche ein kleineres Schwert, das leicht zu handhaben ist. Oder aber einen leichten, starken Schild. Die Noppon AG im Sumpf von Sato wollte mir das Schwert liefern. Schilde könnt ihr im Materiallager in Colony 6 finden. Meine Zukunft hängt vom Bestehen dieses Tests ab. Bitte, ihr müsst mir einfach helfen. Wir holen ihr natürlich den Noppon-Zweihänder. Weil dann gewinnt sie. Und dann... Dann ist die Quest frisch. Die andere ist halt... Ja, geht. Feldwebelchens Probe. Die Vizekommandeursprüfung ist nahe und Emmy Leiter rechnet mit dem Schlimmsten. Hilf ihr und besorge ihr das gewünschte Schwert oder den Schild. Kein Problem. Betrachte es als erledigt. Wenn dann Ben zusagt, ist die Sache so gut wie erledigt. Ob ich diesen Erwartungen gerechtfertigt werden kann? Ihr habt mir schon so oft aus der Patsche geholfen. Ich wusste, dass ich auch dieses Mal wieder auf euch zählen kann. So. Kriegen wir jetzt eigentlich noch Affinity, wenn wir mit den Leuten da reden? Hey ho. Ja, ich war drauf und dran, Raoul zum Vizekommandeur zu ernennen. Doch dann überzeugte mich das Feldbildchen nur hier können. Das Leben hat eben überraschend. Das haben wir doch mal gehört. Also ich glaube, der Typ verdient es, direkt zu werden, der kann's. Und ja, natürlich kommt jetzt die Frage hier, aber sie vergiftet ihr Schwert. Charo, du kannst doch nicht so, what's the word? Sagst du was Neues? Das Feld für mich hat mich mächtig beeindruckt. Es wäre mir eine Ehre, ihr meine volle Unterstützung so zu sichern. Okay, auch nichts Neues. Ich habe das Wort vergessen. Biased. Du kannst doch nicht so biased sein. Ich bin zu Recht biased, Leute. Ich habe das Spiel schon mal durch, nicht vergessen. Ach, Himmel. So, dann suchen wir mal das kleine Mädchen dort. Ich warte, was würdet ihr eigentlich tun, wenn ihr irgendwie ein kleines Mädel seid? Okay, das ist eine ganz andere Welt, natürlich, klar. Colony 9, da kennen sich eh alle, klar. Ja, ich weiß. Aber da kommen irgendwelche Typen mit Waffen angerannt und fragen euch, do you know something about the light that went off?
that disappeared underwater. Und du denkst dir so, ey. Ja? Da ist Kenny Rowan. Ja, irgendwie ja schon. So, ich weiß aber nimmer, wo das kleine 8D meint er. Hello, Narin? Was, das seltsame Licht? Ich wollte es mir ansehen, aber Mama hat gesagt, ich darf nicht. Und jetzt ist es weg. Hm. Ja, das hat uns weitergeholfen. Sehr, so gab dir was? Nö. Ich frage mich, ob Pepino seine Queste jetzt schon hat oder noch nicht. Ah, das hat er. Die habe ich damals kurz vorm finalen Boss entdeckt. Irgendwie so ein Scheiß. So, ich gehe jetzt nochmal alle Quests durch. Hat hier so noch irgendeiner sein? Beziehungsweise es ging tatsächlich um Call Me Six Zeugs und ich so, ich habe doch kein Pepino in der Kolonie, what? Ah, das ist doch Pepino. Nein, das ist der andere. Das ist Jackson. Pepino ist... Ich verwechsel die Typen doch alle, mein Gott. Hallöchen, ist doch herrlich in den Himmel zu sehen, oder? Obwohl, manchmal mache ich mir Vorwürfe. Alle arbeiten hart, nur ich liege tagtäglich auf der faulen Haut. Meine kleine Schwester Dorothy hat sich neulich sogar beschwert. Sie meinte, ich würde hier meine Zukunft aufs Spiel setzen. Das ist eindeutig ein Problem. Aber es muss doch einen Weg geben, wie wir helfen können. Und die werden ihn finden, Schock. Nur keine Sorge. Ja, das hat mir zu denken gegeben. Sie hat wohl recht damit. Aber ich kann nichts anderes, außer in den Himmel zu sehen. Und plötzlich kommt ihr daher. Ich glaube, das war eine Fügung des Schicksals. Ganz bestimmt. Vielleicht findet ihr ja den passenden Beruf für mich. Ah, genau. Ich glaube, bei Jackson ist es cool, wenn wir sagen, yo, Kenny Rowe, nimm den auf. Und bei einer anderen Person ist es cool, wenn wir sagen, yo, werd Soldatin. Jackson, der jeden Tag nur in den Himmel starrte, hat sich ein Herz gefasst und sucht Arbeit. Finde eine geeignete Stellung für ihn. Ich danke euch. Meine Zukunft liegt ganz allein in euren Händen. Kein Problem, betrachte es als erledigt. Genau, warte einfach hier, Ryan von Vorietenjäger. Glaubt mir, ich werde mich richtig anstrengen. Egal welchen Beruf ihr für mich hochsucht, ich werde alles geben. Aber ich glaube, hier war... Oh, schluck auf. Hier war tatsächlich... Ist da? Kenny Rowan die bessere Wahl. Ah, das andere war, glaube ich... War Soldat oder was tatsächlich irgendwas mit Kochen? Wenn der Kenny da noch sitzt... Der ist schon weg. Nein, das ist aber... Oder? Ich glaube, es war halt wirklich Kenny Rowan. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Yo. Er hat uns abserviert, bevor wir ihn fragen konnten. Also ich weiß, bei der zweiten ist es besser, wenn wir sie nicht zu Kenny Rowan schicken. Ich glaube, am besten ist das nicht. Aber ich will auch nur gucken, wer der andere Mentor ist, damit ihr sehen könnt, wer mir jetzt schreibt. Nein, das nicht. Damit ihr sehen könnt, wem ihr den Typen andrehen könnt. Apropos andrehen. Was haben wir denn noch zu erledigen in Bearbeitung? Ah, stimmt, wir sollten Anna noch Bericht erstatten. Und Satata Bericht erstatten, da war was. Und Satata Bericht erstatten. Genau, ich habe den Sonnenschweig. Es ist tatsächlich der Vogel, den wir schon mal bekämpft haben. Und das können wir auch nochmal. Okay, gut. Ich muss sagen, wir gehen jetzt zuerst zurück. Wobei, wir gehen zuerst zurück zu Anno. Dann gehen wir zu Colony 6. Und dann gehen wir in den Sumpf von Satual. So, dafür müssen wir zuerst jetzt eine klitzekleine Zeitreise unternehmen, bis es Nacht wird. Anno? Ah, da ist er. Hallo. Habt ihr mit dem kleinen Mädchen gesprochen? Ups. Also, was genau war jetzt anders? Was genau war anders als jetzt? Die Zeit ist eine andere. Nachts leuchten Laternen. Ganz genau. Es ist eine Ätherlampe. Während des Angriffs fielen einige Trümmer auf den Zentralplatz. Wir haben sie ohne groß nachzudenken in den See geschoben. Ihr habt richtig geraten. An den Trümmerteilen befand sich doch tatsächlich eine Ätherlampe.
Sogar unter Wasser hat sie noch eine Zeit lang geleuchtet. Doch nun scheint der Äther verbraucht zu sein. Kein Äther, kein Licht. Mehr könnte ich euch aber auch nicht sagen. Ihr müsst entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Ich will sie reparieren. Mit wem soll ich da reden, wenn ich sie reparieren will? Büb, büb, büb. Warum? Also ich fände sowas... Ich fände es schön, wenn ich da ein Lichtchen hätte und es einfach weiter leuchtet. Und ich nicht wüsste, warum da ein Licht leuchtet. Erstattet Caddy Rome Bericht. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass wir ihn wegen der richtigen Sache anquatschen. Ah, das ist natürlich ein Problem. Ah, ja. Oder wir machen das beim nächsten Mal. Wir gucken jetzt in Colony 6. Ja. Weil ich will euch halt noch sagen können, zu wem ihr noch gehen könnt. Colony 6. Wiederaufbauzentrale. Also wir müssen ja einfach noch tagsüber hier hin. Damit wir die Leute auch treffen. Die Zeit ändern. So. Da ist auch schon Anna. Ihr habt sie gerettet? Oh, ich danke euch. Es tut mir so leid. Ich werde sie nie wieder auf gefährliche Abenteuer schicken. Wenn ihr etwas zugestoßen wäre, nicht auszudenken. Oh, niemand hat Affinity bekommen. Och, Menno. Anna hat ihren Fehler eingesehen. Alle drei sind wieder glücklich vereint. Yay! Das freut mich aber für euch. Ach, komm schon. Niemand fand das gut, dass wir dem kleinen Mädchen geholfen haben? I'm judging you two. Gut. Oder dann, Mann, war es einfach egal. Satata sollte eigentlich irgendwann mal hier rumstehen. Bup, bup, bup. Da ist... Kiroki. Kolonie sieht immer mehr aus wie frühere Kolonie. Aber alte Bewohner müssen noch zurückkommen. Oh, sweet summer child. Oder steht schon nur abends hier oben rum? Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß, dass der hier ist. Ja, bewegen wir mal die Zeit weiter. Bis 17 Uhr. Oh, es regnet. Super. Stehen die auch draußen rum, wenn es regnet? Das ist natürlich die bessere Frage. Nee, vergiss das. Ah, Spiel. Musste mich gerade so natzen. Da ist der alte Sack of Aaron. So. Ja, super. Dann machen wir das jetzt wohl nicht. Wir sind bei 23 Minuten. Ich würde mal sagen, wir machen ein bisschen früher Schluss. Ich könnte eigentlich noch die Monster vermöbeln, so es gerade stürmt. Ich mache ein bisschen früher Schluss. Und wir sehen uns wieder hier, sobald das Setter aufgehört hat, fies zu sein. Und dann machen wir noch ein paar Sidequests, bevor es dann mit der Hauptquest weitergeht. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.